Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe kennt keine Grenzen. Aus dem Leben der ungarischen Mystikerin und stigmatisierten Elisabeth Golgozi. Aus ihrem persönlichen Tagebuch. 7. Oktober 1944. Nach langen Jahren des Schweigens, auf den ausdrücklichen Befehl von Mariatschka, nehme ich nun wieder die Feder in die Hand. Mariatschka weiß, dass mir das Schreiben immer ein Opfer bedeutet. Es fällt mir schwer, mein Inneres zu entschleiern, aber gemäß dem Befehl von Mariatschka will ich in Demut freudig gehorchen. Ich fragte nie danach, warum ich das tun müsste, warum ich das tun musste und was der Grund ihrer Wünsche war. Mariatschka hat mich gelehrt. Wer wahrhaftig liebt, kennt keine Grenzen. Ach, wenn ich nur Mariatschka zeigen könnte, dass meine flammende Liebe keine Grenzen kennt. In meinem Herzen brennen Sehnsüchte, die bis zum Himmel lodern. Ich, die kleinste der Menschen, möchte das Größte leisten. Wird wohl Mariatschka darüber lächeln? Oh, nein. Du kennst wahrlich die bis zum Himmel lodernde Flamme meines kleinen Herzens. Du hast es geformt. Ich bitte dich flehentlich, gib mir eine Liebe, die keine Grenzen kennt, dass ich Jesus die meiste Freude bereite. Ich bitte dich, flehentlich, gib mir eine Liebe, die keine Grenzen kennt, dass ich Jesus die meiste Freude bereite. Was habe ich denn noch, was ich noch nicht hingegeben hätte? Ich bin ja ein armer Bettler. Ein winziges Nichts. Verstoßen, gedemütigt, verkannt, mit Füßen getreten. Nur Mariatschka will meine Armut in mir nicht sehen. Oder überwiegt dies alles ihre unendliche Liebe? Ich weiß, ich bin für ihre Liebe die unwürdigste der Welt. Und dennoch so unendlich glücklich. So unendlich glücklich. Manchmal kann ich diese zehrende Glückseligkeit kaum ertragen. Mir gehört die Liebe Jesu. Und die von Mariatschka. Aber ohne mein Verdienst. Seit Wochen grämt mich ein schreckliches Leid meiner Unbeholfenheit. Er drückt mich beinahe. Meine Unbeholfenheit. Mariatschka ist immer traurig. Sie ruft immer zur Sühne auf. Und zwar für unser Vaterland. Ich möchte diesbezüglich die meiste Sühne leisten. Und bin doch die Ärmste im Geiste.